Moin und herzlich willkommen zum Stream. Wir spielen heute wieder Surviving the Aftermath. So, wie immer, wenn ein neuer Stream losgeht, müssen wir erstmal gucken, was zuletzt so passiert ist. Wir hatten zuletzt den Bunker hier fertig gebaut. Genau, und damit das Project Tomorrow vorangetrieben. Ich würde sagen, da starten wir auch direkt rein. Ansonsten ist jetzt hier nicht zwar irgendwie eine Leiche rum. Weiß nicht, was der da macht. Ja, aber ansonsten. Plastik haben wir nicht. Müll, die haben aber eine Arbeitszone hier. Da ist auch noch Plastik. Okay. Ansonsten, gut, Metall ist natürlich wie immer Mangelware. Strom sieht sehr gut aus, Essen ist okay. Bewohner mittlerweile 130. Okay, 10 freie. Nicht schlecht. Aber Unterhaltung fehlt natürlich. Alles klar, dann würde ich sagen, starten wir mal hier rein. The long and arduous effort to build the Doomsday Bunker starts. Every pair of hands capable is needed as the digging begins. Project Tomorrow. Die langwierigen und mühsamen Arbeiten zum Bau des Weltuntergangsbunkers beginnen. Jedes Paar Hände, das dazu in der Lage ist, wird an Deck gebracht, sobald die Grabungsarbeiten beginnen. Der Bunker braucht ein tiefes, stabiles Fundament und jede Menge Baumaterial, um fertiggestellt zu werden. Unter den Menschen gibt es einige, die dem Projekt skeptisch gegenüberstehen und es für Zeit- und Ressourcenverschwendung halten. Und doch ist es in dieser Welt des endlosen Überlebenskampfes das erste Mal, dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Etwas Erstrebenswertes, das ihnen die längst vergessene Hoffnung spendet. Okay. Bau fortsetzen. Zustand 100%. The endeavor soon turns sour as the scope of the project dawns on people. Mistakes pile up, caused by the lack of know-how. Das Vorhaben gerät schnell ins Stocken, als den Leuten die Tragweite des Projekts dämmert. Das Projekt erfordert einiges mehr als Baumaterial und viel Arbeit. Die Technologie und das Wissen, um etwas dieser Größenordnung zu bauen, ist mit den darin versierten Menschen verloren gegangen. Aufgeben ist keine Option. Und um Hilfe bitten gilt im Ödland als Zeichen der Verzweiflung und Schwäche. Trotz der Risiken wird bald klar, dass der Bunker nicht ohne Hilfe fertiggestellt werden kann. Nach intensiver Diskussion ist eine Vereinbarung getroffen und Boten werden an andere sich würdig erwiesene Gemeinschaften geschickt, um sie zu Verhandlungen einzuladen. Viel Zeit vergeht, ohne etwas von den Boten zu hören. Die Menschen gehen schon vom Schlimmsten aus, als eine einsame Rauchsäule am Horizont aufsteigt. Oh. Falsche Taste. Neue Handelsverträge sind verfügbar. Okay. Ich glaube, ich muss mal auf die Karte gucken. Okay. Das müssen wir untersuchen. Müssen wir mal gucken. Was haben wir hier noch für Aufträge? Wer das Atom knackt, knackt die Welt. Greife die Atomkraftwerke an. Sind wir da schon dran? Sieht irgendwie gerade nicht so aus. Warum steht hier eigentlich jemand so rum? Warum soll der? Wo soll denn der hin? Das da hinten soll der angreifen. Warum soll denn der nicht? Was ist das überhaupt? Das ist der Forscher, oder? Ne, Plünderer ist das. Warum denn die anderen Leute? Die ist zu Hause, macht nichts, das ist eine Kämpferin. Okay, die würde ich dann, wenn die sowieso zu Hause ist, würde ich dann nutzen, um die Atomkraftwerke anzugreifen. Die ist hier drüben plündern. Der tut quasi nichts, oder zumindest nichts, was mir jetzt sinnvoll erscheint im ersten Moment.
Der will hier rüberlatschen, um Forschungspunkte zu farmen. Okay, dann würde ich ihn nämlich mal nehmen als Plünderer und würde da oben das Hauptquest weitermachen. Okay, den einfach draufklicken funktioniert ja nicht. Okay. Grabgrube ist voll. Das ist schlecht. Aber wir erforschen hier schon ordnungsgemäßes Begräbnis. Was? Moment. Ne, das müsste hier irgendwo sein. Kriegen wir einen Friedhof, genau. Eine würdige Ruhestätte für Verstorbene und ein Ort, an dem die Kolonisten um ihre Angehörigen trauern können. Ein anständiger Begräbnisplatz hebt die Zufriedenheit der gesamten Kolonie, während die Zerstörung des Friedhofs eine große Strafe auf Zufriedenheit nach sich zieht. Leichen brauchen etwas länger, um auf natürlichen Wege zu verwesen. Okay, gut, wir sind ja am Forschen. Sterbt man jetzt bitte nicht. Aktuell. Wir haben nämlich gerade keinen Friedhof. Beziehungsweise nichts frei auf unserem Friedhof. Ist das? Achso, wir haben schon eine neue Grabgrube gebaut. Was ist denn hier? Achso, kein Plastik. Außerdem ist hier doch einer frei. So, das bricht es mal ab. Jetzt sagen wir, erforschen das hier einfach. Und dann bauen wir direkt einen Friedhof. So, 14 von 15. Jetzt ist es wieder voll. Ist wahrscheinlich der letzte Tote gerade reingetragen worden. Ist jemand erwachsen geworden? Ansonsten, ja, gut, Plastik. Haben wir da nicht genug Leute? Doch, ja, genug Leute da drin. Okay, wie sieht es denn ansonsten aus? Ihr habt hier unten euren Arbeitsbereich. Zum Laufen erwachsen. Wir könnten natürlich noch, wir haben jetzt hier so einen Metallextraktor und einen Betonextraktor. Wir könnten natürlich überlegen, noch einen Plastikextraktor zu bauen. Weil das bisschen Strom, was wir dafür brauchen, sollten wir locker haben. Ich baue den einfach mal hier hin und hoffe, dass das, dass der Strom bis dahin reicht. Okay. Instandhaltung passt. Auch Damen und Metall, okay. Die Spezialisten sind einsatzbereit. Moment, ganz kurz. Die schicken wir auch mal kurz auf die Weltkarte, da bist du nämlich auch gleich einsatzbereit. Aha. Genau, so. What's up? Er war auf dem Weg nach Hause, los. Okay. Okay, achso, wir haben das jetzt freigeschaltet. Und könnten quasi jetzt hier Waffen abbauen. Ist die Frage. 6 pro Stunde, das heißt, sie braucht 5 x 12 Stunden, 25 Damage kriegt sie. Das kriegt sie noch hin. Wenn sie sowieso schon hier unten ist. Okay, next one ist noch nicht fertig. Die ist auch noch nicht fertig. Die hier ist fertig und könnte sich mal hier unten um das erste Akademie kümmern. Okay, oder auch nicht. Krass. Die sind ja mal übel drauf.
dann wartest du vielleicht mal davor. Can't complete the order. Yes? What do we have here? The origin of the smoke turns out to be a damaged vehicle. Injured people scramble out and beg for help to save their society. Die Ursache des Rauchs stellt sich als ein beschädigtes Fahrzeug heraus. Die Verletzten klettern heraus und bitten um Hilfe, um ihre Gemeinschaft zu retten. Ihre Gruppe kam gerade von einem Plündererzug nach Hause und hat es vollständig von einer großen Banditengruppe belagert vorgefunden. Die Überlebenden entkamen nur knapp, nachdem sie in einen Hinterhalt geraten waren. Die Gruppe erwähnt, dass vor ihrer Abreise einige Neulinge in ihrer Gemeinschaft angekommen sind. Dem ersten Eindruck nach hätten diese Menschen Spione der Banditen sein können. Aber im Laufe des Gesprächs wird klar, dass jene Neulinge die verloren geglaubten Boten sein müssen, die nun in der Siedlung eingeschlossen sind. Okay. Ach ja. Wie viel Schaden macht denn er? Auch 20, ja, geht doch. Negative. Ja, ist okay. Your command. Roger. Das bringt nochmal ordentlich Forschungspunkte. Okay, damit sind wir durch. Können wir erstmal hier weitermachen. Wir haben auf jeden Fall genug Geld, um in 3 Tagen wieder jemanden zu rekrutieren. Wir haben immer noch nicht genug Kleidung. Ich hatte doch eine Schneiderei gebaut. Da fehlt Metall. Werkzeug laden. Hier ist die Schneiderei. Lagerstätte ist leer. Oh nein, wir haben kein Giftmüll mehr. Wenn hier oben noch was. Oder hier drüben. Oh, da ist natürlich so ein fieser Bär. Sehr gut. Dann pausieren wir mal ganz kurz. Und dann bauen wir uns einen Friedhof. Unebenes Gelände. Ach, okay, ah, der ist größer als diese komische Grabgrube. Ja. Da passt er hin. So. Wissenserhalt. Eine Bibliothek, okay. Die bringt offensichtlich Unterhaltung. Wir sollten dann auch mal... Das war jetzt das... Okay. Bequemes Wohnen, bewegte Bilder. Nehmen wir mal die Warteschlange. Denn wir brauchen ein bisschen Unterhaltung. Eine kleine Karawane ist am Tor angekommen. Mal gucken, was die schon wieder wollen. Ratten fressen uns so nach. Eine Crowd of people has gathered at the gate. Their eyes bleeding and cheeks hollow from malnourishment. They make their case. Unsterbliche Worte. Eine Gruppe von schwer abgewetzten Leuten steht vor dem Tor. Mit ihren abgerissenen Kleidern, schmutzigen Gesichtern und dürren Körpern sehen sie aus wie die typischen Überlebenden. Die Anführerin der Gruppe tritt hervor. Sei gegrüßt. Wie du siehst, hat meine Familie viel durchgemacht. Du kannst es wahrscheinlich nicht alle aufnehmen, aber könntest du uns einen Gefallen tun? Würdest du den Großvater aufnehmen, ihn heilen und seine Geschichte aufschreiben? So wird das Vermächtnis unserer Familie nicht mit unserem Tod ausgelöscht werden.
Was haben wir denn? Wir haben 5 freie Slots. Ach komm, alle aufnehmen. Die Frau ist absolut verwirrt. Wirklich, seid ihr sicher, dass... Wir sind doch nur arme Überlebende. Wirklich, wir sind so dankbar. Die ganze Familie bricht in tränenreichen Jubel aus, der wiederum die umstehenden Kommunisten applaudieren lässt. Dein Mitgefühl scheint sich ausgezahlt zu haben. Naja, klar. Ist so ein bisschen blöd, dass gerade unsere Nahrung gefressen wird. Könnt ihr da vielleicht mal was gegen machen? Nee. Na gut. Hatten wir eigentlich schon alle Häuser aufgewertet? Baracke verbessert. Der ist noch nicht verbessert hier. Baracke verbessert. Wohnhaus ist auch noch nicht verbessert. Da können wir auch nochmal 2 Plätze gewinnen. Ah. Sehr gut. Die Leute sind offensichtlich extrem happy. Würden wir hier den. Ist der schon fertig gebaut, der Extraktor? Nee, ist er nicht. Was fehlt denn da noch? Teile. Metall, okay, mal. Alter, dieser Metallmist, dass das immer zu fehlt. Wieso haben wir schon wieder dreckige Leute? Wasser, oder? Wie sieht's denn aus mit Wasserturm bräuchten wir da? Gehen wir den nicht mehr irgendwo hin? Doch, da wird man den hinkriegen. Haben wir da mal noch einen Wasserturm hin? Dann bauen wir hier auch gleich noch so eine Latrine hin, die wir dann verbinden können. Die Spezialisten sind wieder ready. Man braucht ein bisschen. Ich würde ganz gerne mit den beiden zusammen angreifen. Okay, der ist ready nach Hause. Die ist am Looten. Der ist am Looten. Die ist fertig hier oben, okay. Die braucht da 6x, 12 Stunden sind 30 Schaden. Das können wir noch mitnehmen. Okay, die steht da rum. Sie ist fertig mit Plündern. Sie hat sogar noch kein Leben verloren. Also sie könnte eigentlich mal noch irgendwo mitkämpfen. Ist jetzt ein bisschen am Arsch der Welt. Forschungspunkte kann sie nicht viel farmen. Was wären hier? Hier braucht sie 72 in 12 Stunden. Okay, das kriegt sie alles mit einmal mit. Okay. Fangen wir erstmal damit an. Die war ja eine. Ach, Speeren. Naja, gut. Ich kann noch ein bisschen plündern. Schon okay. Wie ist denn das bei dem Hauptquest? Ah, die sind auch gar nicht so schlecht. Da kann ich auch nicht nur mit einem Kämpfer anrücken, brauche ich auch 2 Leute auf jeden Fall. Sonst sieht das eher schlecht aus, das Ganze. Bevor ich weitere Baracken baue oder aufwerte, beziehungsweise bauen, weiß ich nicht, ob ich noch den Platz dafür habe. Und hier sieht es eher schlecht aus. Also muss ich auch mal aufwerten. Könnte hier oben vielleicht noch so ein. Ein bisschen basteln.
ich mal noch machen. Ich werde nicht unbedingt da reinkommen. Dann mache ich das mal hier hin. Wissenssaal, da können wir dann eine Bibliothek bauen, die uns dann... Was ist denn hier? Doch 11 freie Leute. Die Spezialisten sind ja klar zum... Das ist nervig. Eigentlich brauche ich mich um die hier nicht zu kümmern, die laufen ja von alleine weiter. Die sind noch die hier schon wieder ready. So, da braucht sie, kriegt sie 30 Schaden, das passt. Und kriegt sie halt gar keinen Schaden, das wäre auch in Ordnung. Die Map ist noch, ja, ist noch ein bisschen was hier. Ist die Frage, ob wir erstmal das hier unten looten. Das Problem ist ja eigentlich, ist sie ja, na gut, sie hat halt 150 Plünderung. Ich erkunde erstmal das, dann nehme ich das Krankenhaus noch mit. Okay, der ist schon gelaufen, alles klar. Die anderen haben alle zu tun. Wasser habe ich minus 1, das ist schlecht. Muss ich mal ganz kurz den Brunnen aufwerten. Und zwar mit. Absoluter Prio. Schon wieder. Aber noch mehr aufnehmen ist Zeit. Na ja, gut, ich baue gerade mal. Ragged Bunch shuffles slowly towards the gate. Es ist ja ganz niedlich, was du hier hingesetzt hast, aber völlig nutzlos. Die Leute sind schon erledigt. Diese grausame, brutale Welt wird uns zu etwas völlig Neuem formen. Mit dem Wasser ist natürlich gerade ein bisschen blöd. Ich nehme sie trotzdem mal auf. Was ist denn hier? Ist... Na gut, okay, ich nehme sie nicht alle auf. Offenbar. Sehr gut. Eigentlich habe ich ja hier oben auch... Das brauche ich mal oben. Es hängt echt an dem blöden Plastik. Was ist denn hier? Was fehlt hier? Metall. Okay, du kaufst mal. Du kaufst mal da an. So. Dann wird das hoffentlich was. Der Rest ist am Laufen. Oder am Plündern. Da bin ich mal gespannt. Ah, wir haben die Bibliothek erforscht. Die braucht Strom. Können wir hier hinsetzen. Quatsch. Straße nicht bauen. Ich sehe schon, komm, wir brauchen hier noch so einen Strom. Machen wir jetzt mittlerweile deutlich weniger.
Oh, noch so ein Plastikextraktor, Metallextraktor.